Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich Instant Porridge und das ist super einfach gemacht, total lecker, super praktisch, denn ich zeige euch noch eine Möglichkeit, wie ihr nicht nur Porridge daraus herstellen könnt, sondern auch easy peasy Pancakes. Also habt ihr morgens die Wahl, was ihr euch zubereitet davon, habt immer ein bisschen Abwechslung. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für euren Instant Porridge braucht ihr folgende Zutaten, und zwar Haferflocken, entweder die kernigen oder die feinen. Es ist egal, denn es kommt sowieso in den Mixer und wird klein gemacht. Was ihr aber machen könnt, die feinen eignen sich dann super, um das Ganze nochmal am Schluss hinzuzufügen, wer den Porridge ein bisschen kerniger essen möchte. Als Süße verwende ich Trockenfrüchte, da habe ich Datteln und Rosinen, das geht eher in die süße Richtung. Und Aprikose und Pflaume geht dann eher in die säuerliche, da könnt ihr dann entscheiden, was ihr gerne habt. Dann gebe ich noch ein paar Nüsse für gesunde Fette hinzu, Mandeln, Cashews und Walnüsse. Könnt ihr auch entscheiden, was ihr gerne habt und wie viel ihr davon reinmachen möchtet. Dann ganz wichtig, Leinsamen oder Chiasamen. Das ist nämlich der Kleber und sorgt dafür, dass das so eine schleimige Konsistenz bekommt, was man ja vom Porridge kennt. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Pancakes, weil das eben unser Kleber ist und die Pancakes dann zusammenhalten wird. Vor allem für diejenigen, die die vegan gestalten möchten. Oder wer das nicht machen möchte, der kann dann ein Ei hinzugeben oder zum Beispiel auch eine Banane, das zeige ich euch dann. Dann habe ich noch Buchweizen, das schmeckt auch sehr lecker und ist sehr gesund. Und noch ein bisschen Maca-Pulver, also da könnt ihr auch Pulver drunter mischen, Superfoods. Wie ihr möchtet, könnt ihr wirklich gestalten und frei sein und jedes Mal was Neues ausprobieren. Und jetzt ist das Ganze super einfach, alle Zutaten in den Mixer, für wirklich nur ein paar Sekunden durchmixen und dann ist euer Instant Porridge schon fertig. Und so ist euer Instant Porridge schon fertig. Wirklich nach ein paar Sekunden ist es klein gemixt. Jetzt könnt ihr es in ein Glas abfüllen und dann zeige ich euch, wie ihr daraus die Pancakes macht. Super einfach. Und morgens geht es jetzt zukünftig richtig schnell. Einfach ein paar Löffel eures Instant Pulvers in eure Schüssel, heißes Wasser drüber, warten, bis es aufgequollen ist und fertig ist euer Porridge. Wer möchte, kann das Ganze noch aufpimpen mit Früchten, mit frischen, mit Nussmus, Joghurt und so weiter, was ihr eben gerne habt. Wer das Ganze nicht so gerne warm essen möchte, kann es auch mit kalter Milch oder kaltem Wasser aufschütten. Das dauert nur ein bisschen länger, bis das Ganze dann aufquellt. Und da könnt ihr zum Beispiel das Ganze auch im Kühlschrank quellen lassen, über Nacht, also Overnight Oats nennt man das ja dann. Dann könnt ihr euch einfach ein Glas nehmen, diese Mischung reintun, kaltes Wasser oder Milch eurer Wahl und es über Nacht einfach ziehen lassen, dann wird das Ganze andicken und am Morgen könnt ihr das euch einfach nur noch schnappen, entweder so essen, verfeinern oder direkt mit in die Arbeit nehmen oder in die Schule. Also super praktisch und total einfach. Und wenn ihr dann mal mehr Zeit habt und Lust auf Pancakes, ist das auch super einfach gemacht. Ihr nehmt einen Teil der Instant-Mischung, dann einen Teil Wasser bzw. Milch, einfach Flüssigkeit eurer Wahl und noch ein bisschen Backpulver hinzu, mischt das Ganze und dann habt ihr super leckere und gesunde Pancakes gezaubert. Und jetzt habt ihr jeden Morgen die Qual der Wahl, was ihr aus eurem Instant Porridge zaubert. Wenn es schnell gehen muss, vielleicht eben ein Porridge oder Overnight Oats. Oder wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann leckere Pancakes. Das ist jetzt euch überlassen. Probiert mal beides aus. Schmeckt einfach super lecker.
Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr. Und wie immer findet ihr alle Mengenangaben auf meinem Blog fraujanik.com. Dort werde ich euch nochmal alles genau erklären und die Angaben für die Mengen und so weiter. So, ich gehe jetzt hier frühstücken. Ich habe ja jetzt ja jede Menge dafür. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Sachen nachmacht von mir. Und am besten sehe ich das, wenn ihr mir ein Foto schickt bei Instagram unter dem Hashtag fraujanik. Und das freut mich jedes Mal riesig. So, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.